Wir sind in der vierten Saison und endlich war es soweit. Das Derby auswärts auf Schalke stand endlich an. Wie haben wir uns in der Veltins Arena geschlagen? Und wir ziehen ein 2,8 Millionen Euro Talent. Alles weitere in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, Jungs. Die Reise mit Alemannia Aachen geht weiter. Willkommen zurück im Karrieremodus mit der allerersten Saison Bundesliga mit Alemannia Aachen, in der wir alles Mögliche versuchen und es sieht sehr, sehr gut aus aktuell. Nicht nur, dass sich unsere Mannschaft gut am Entwickeln ist und nicht nur, dass Jamie Leveling momentan unser bester Torschütze ist mit 7 Treffern, warum das übrigens bei uns immer der rechte Flügel ist, weiß ich bis heute noch nicht, sondern auch die Tabellensituation ist großartig, denn wir nähern uns mit großen Schritten der Winterpause und aktuell mit Platz 6 können wir richtig, richtig gut leben. Ja, und seit letzter Folge, ihr habt es wahrscheinlich selber gesehen, seit letzter Folge haben sich auf jeden Fall die Ziele für diese Saison geändert. HSV, Dortmund, Wolfsburg geschlagen, alle geschlagen, DFB-Pokal weitergekommen. Wir haben Losglück gehabt, im Januar gibt es das Spiel gegen den SC Werl. Und das wäre schon das Viertelfinale vom DFB-Pokal. Also das Ziel dieser Saison ist DFB-Pokal gewinnen. Wir werden alles versuchen. Heute geht es aber weiter mit Leverkusen, mit Hoffenheim und natürlich dem Topspiel, was wir selber zocken werden, gegen Schalke 04. Heute gibt es also das große Derby, nachdem es beim letzten Mal das gegen den BVB schon gab. Freunde, vielen, vielen Dank für die positiven Bewertungen von der letzten Folge. Wenn ihr Lust habt, selbstverständlich gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und mit Abonnieren kein Video verpassen, Gentlemen. Und was ganz wichtig ist, Leute, aktiviert eure Glocke. Ich werde jetzt mit den Uploads von der Aachen-Karriere ein bisschen Gas geben müssen. Dementsprechend aktiviert die Glocke, dass ihr jedes Video mitbekommt. In der Jugend gibt es immer noch einen Matteo Ziegler, der mit 18 Jahren schon das 70er Rating erreicht hat. Auch da warten wir immer noch drauf, dass er aus der Jugendschule raus will. Mal gucken, was wir dann mit ihm machen. Und auch heute gibt es selbstverständlich ein paar neue Transfervorschläge. Denn natürlich waren eure Kommentare wieder gefragt. Und vor allem habt ihr euch da für Felix Agu und für Jordan Bayer entschieden. Die zwei soll ich mir heute angucken. Dementsprechend, Scouting-Berichte sind raus und wir werden sie uns später in der Folge noch angucken. Wir suchen ja immer noch den ein oder anderen Backup eventuell. Und ich bleibe dabei, diese Mannschaft ist gigantisch. Wenn ich bedenke, wie die sich alle weiterentwickelt haben. Natürlich schaut jetzt die komplette Welt auf Jamie Leveling, ja, wie der sich jetzt entwickeln wird. Er schießt Tore, aber kann er sich auch weiterentwickeln? Das ist die große Frage, die sich stellt. Und natürlich stellt sich die Frage, was geht denn hier eigentlich noch in dieser Karriere? Ich meine, die Saison läuft so großartig, wir sind als Aufsteiger überhaupt nicht im Abstiegskampf drin. Und jetzt kommt der Kracher gegen Bayer Leverkusen. Die sind Dritter, aber ich sehe da eine Chance. Wir sind unangefochten ein richtiger Angstgegner für alle Mannschaften. Wir probieren es in der Bayer Arena gegen Bayer Leverkusen. Achtung! Nächstes Auswärtsspiel. 1-1 in Leverkusen. Nehme ich absolut. Das ist ein Punkt, den nehme ich absolut mit, aber hundertprozentig. 26 Punkte. Leverkusen sozusagen 2 Punkte geklaut. Die Bayern gehen übrigens ihren eigenen Weg da vorne. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Aber hey, wir sind im Kampf um die europäischen Plätze drin. So, und ich hoffe natürlich, dass irgendwann eventuell nochmal die Scouts zuschlagen. Denn da gibt es auf jeden Fall nochmal ein bisschen was zu tun. Wir gehen mal die 3 Berichte durch und hoffen mal, dass hier noch irgendwas drin ist. Aber der erste Bericht sieht auf jeden Fall schon mal sehr schlecht aus. Das war auf jeden Fall schon mal nix. Da gehen wir noch in den zweiten Bericht rein. Lucia Renault, das könnte einer sein. Nee, ist es auch nicht. 300.000 Marktwert, das ist auf jeden Fall auch keiner. Und dann das Schneiderlein, da gehen wir mal noch kurz hier rein. Marlon Winkler, es ist auch keiner. Erik Weber ist auch keiner. Und Julian Schmidt, ja gut. Also, die Scouting-Updates waren wohl nix. So, und Gentlemen, passt mal auf. Wir könnten jetzt ein richtiger Spielverderber sein. Habt ihr die Tabelle noch im Kopf? Hoffenheim ist 2 Punkte hinter uns.
Das ist der Kampf um Europa. Kann Aachen weiter um Europa kämpfen? Das ist die Frage. Gegen Hoffenheim, gegen Suarez vorne im Sturm, Udokai in der Innenverteidigung, Emerson links, Militao rechts, Baumann im Tor. Was kann Aachen reißen? Achtung! 1-1! Nehmen wir! Absolut nehmen wir! Wieder der nächste Punkt! Wisst ihr, ich meine, wir sind ja Aufsteiger. Wir müssen nicht unbedingt da oben mitspielen. Aber wenn man Leverkusen und Hoffenheim irgendwie einen Punkt abnehmen kann, ich meine, warum denn nicht? Normalerweise müsste man da auf den Sack kriegen. Dementsprechend, das sind 2 Punkte mehr für unser Konto. Platz 6 immer noch. Ach du liebes Bisschen, jetzt kommt gleich das Duell mit Schalke. Imagine, wir gewinnen das, ey. Ja, und das ist natürlich ein Spiel, das kann ich mir nicht entgehen lassen, ne? Also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Das ist das absolute NRW-Derby. Schalke gegen Aachen. In der Veltins Arena, auswärts auf Schalke. Wir haben schon gegen Dortmund bewiesen, was wir können. Und ich will das wieder tun, um Gottes Willen. Ich freue mich jetzt gleich drauf. Schalke, ein besonderer Gegner übrigens für mich, immer wieder in der Karriere. Die Spiele gegen Schalke waren schon immer was Besonderes. Das weiß jeder, der meine Videos guckt, ne? Und das sind schon unglaublich viele Kracher dabei gewesen. Und guckt euch das doch an, wie das hier aussieht. Heide Jalla, jetzt wird's hier aber sehr, sehr... Guckt euch das an. Auch hier selbstverständlich liebe, liebe Grüße an Slim und an die Kollegen, die diesen Patch hier machen, mit dem ich definitiv auch gerade nächstes Jahr wieder verdammt viel machen möchte. Auf jeden Fall, ey. Es ist vor allem das Duell Patrick Cutrone gegen Max Svensson, zwei der Torjäger, die hier aufeinandertreffen. Aber hier geht's um viel, viel mehr, Jungs. Hier geht's um die Ehre. Und ich glaube, viele von euch in den Kommentaren haben auf dieses Spiel gewartet. Jetzt ist es soweit. Das allererste Mal Aachen gegen Schalke in der Veltins Arena. Ich meine, ich darf natürlich nicht vergessen, dass das kein Schalke ist, was aus der zweiten Liga kommt. Also hier sind immer noch alle Talente dabei. Ich darf das nicht unterschätzen. Ich muss konzentriert spielen, genauso wie immer und immer meine Chancen aufbauen. Also uns gehört definitiv die Anfangsphase. Und das aber auch deshalb, weil wir bisher echt gut stehen. Aber bisher noch. Achtung, Achtung, Achtung. Und Birindelli ganz, ganz stark. Und Szene läuft weiter. Szene läuft weiter. Jamie Leveling. Der ist schneller als Çalhanoğlu. Leveling und gehalten. Svensson drüber. Oh. Ja, ich muss gestehen, Kopfbälle sind nicht wirklich meine Stärke, aber ich glaube, vielen da draußen bei FIFA 21 geht es genauso. Ramon Terraz einmal gegen Samson, jetzt vielleicht noch Samson, aber Zweikampfsieger. Achtung, und Birindelli, oh, geklärt, schön gemacht. Die Verteidigung steht wie eine Eins, Finn Ole Becker und jetzt Max Svensson, der ist schneller als Becker. Svensson, Rossi, da ist Leveling, oh, knapp. Knapp auf der Linie, Rossi. Beides sehr, sehr offensiv. Beides sehr, sehr offensiv. Aber Ramon Terraz mit einem riesen Spiel aktuell. Und die Abwehr verteidigt alles, was da vorkommt. Johnson. Sanson. Kriegt er den noch? Soresco kriegt den noch. Achtung, Flanke und Bartels. Svensson. Dressel. Leveling. Leveling. Finn Ole Becker. Oh, Gott, war der knapp. Und das ist der Halbzeitpfiff. Eieiei. Man sieht auch absolut, absolut konterstark unsere Mannschaft. Aber leider zu schwach noch im Abschluss. Das merkt man auch, dass wir noch keine Top-Mannschaft haben. Aber wir nähern uns. Wir nähern uns und Schalke noch keinen Erfolg gehabt vorne. Ich darf mich natürlich nicht drauf verlassen, dass das hier ein Selbstläufer wird. Da darf ich mich nicht drauf verlassen. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal wechseln. Und dann... Wir schauen aber trotzdem, dass die Chancen immer noch da bleiben, selbstverständlich. Dressel. Na, immer noch Ballgewinn. Terraz. Dressel. Svensson. Max Svensson. Kriegt den nicht. Becker aber im Abseits. Und Aachen drückt. Aachen drückt. Schalke kriegt die Bälle nicht. Schalke kriegt die Bälle nicht. Und Aachen drückt. Svensson. Dressel. Aber wohin? Dressel, da ist er, Svensson und wieder Rossi. Schade. Ecke war nix, aber Chance ist noch da. Auer. Oh Gott, was machen die hier mit Schalke? Guck dir das an. Auer und Tor. Auer mit dem 1-0 auf Schalke. Und das ist absolut verdient. Was willst du da sagen?
Das war 100% verdient für Alemannia Aachen. Schönes Ding. Guck dir das an, was da Becker und Auer machen. Meine Güte, diese Jugendtalente sind absolut gigantisch. Und das Tor passiert vor der Nordkurve. Und Dominik Auer zeigt, warum er Potenzial hat, was Besonderes zu werden. Dominik Auer, 8. Saisontor. Und damit ist er der beste Torschütze bei Alemannia Aachen bisher in der Saison. Und nicht nur das, aktuell Alemannia Aachen überwintert aktuell auf einem Europapokalplatz. Aber jetzt nicht zu sehr abschalten. Nicht zu sehr abschalten. Es muss weitergehen. Und es geht weiter. Finn Ole Becker, Svensson. Oh Gott. Aber Achtung, Schalke kommt. Achtung, Schalke kommt. Die kommen die ganze Zeit. Und Birindelli. Absolut tolle Vorstellung. So, bei Schalke wird gewechselt und bei mir wird definitiv auch gewechselt. Netz kommt, Stiller kommt und Bösen kommt für den rechten Flügel. Hoffen wir mal, dass das gut geht noch hier. Dieser Dreier hier wäre so wichtig. Der wäre so unglaublich wichtig. Und Birindelli schickt Bösen. Bösen, hoch, Stiller, Svensson. Und Achtung, Unrossi. Boah. So, letzte Chance für Schalke. Letzte Chance. Luca Netz und der ist weg, oder? Nee, Richter hat ihn nochmal. Und Netz hat ihn. Luca Netz hat ihn. Und das war's. Aachen entführt 3 Punkte aus Schalke. Was für eine geile Vorstellung von dieser Mannschaft. Ich kann dieser Mannschaft keinen Vorwurf machen. Diese Leistung heute war großartig. Schalke keine Chance gelassen, erfolgreich die 3 Punkte aus dem Derby entführt. Wieder ein Spiel ohne Svensson-Tor. Stehen sie auch in den verbleibenden Partien hinter ihm? Er macht es nicht absichtlich, der spielt doch eine gute Saison. Gehen sie davon aus, dass diese Serie von Aachen weitergeht? Wir sind aus guten Gründen unbesiegt, Gentlemen. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wir waren das bessere Team. Muss man einfach so sagen, wir haben mit unserer Spielweise verdient gewonnen. So Jungs, und wir gehen tatsächlich mit 5 Punkten Abstand zum Nicht-Europa-Platz. Gehen wir tatsächlich in die Winterpause. Jungs, absolut geile Hinrunde, oder? Also besser kann man das doch wirklich nicht machen. So, und so langsam geht's auf die Transferperiode zu. Und damit habe ich schon irgendwann einmal gerechnet. Matteo Ziegler will aus der Jugendmannschaft weg. Damit war schon zu rechnen. Das ist unser absolutes Naturtalent aus der Jugend gewesen. Der geht in Richtung 71 zu. Und dadurch, dass Angelo Stiller ja der ZDM-Backup sein soll, ist Matteo Ziegler natürlich genau der Richtige. Deshalb wird der definitiv zum Profi befördert. So, und der kann auch ZM spielen. Der hat Potenzial, was Besonderes zu werden. Dementsprechend ist das jetzt der Backup dann für Dennis Dressel und Finn Ole Becker. Wie gesagt, Stiller wird ja momentan wieder zum ZDM umprobiert. Das ist dann der Backup für Ramon Terraz. Daher passt das alles perfekt. Und gleichzeitig gibt es die Scouting-Berichte. Ihr habt ja Kommentare geschrieben, ich sollte mir mal Jordan Bayer und Felix Agu angucken. Die hatte ich ja in der Karlsruher SC-Karriere schon. Mal gucken, ob die mir hier auch irgendwie weiterhelfen können. Und da haben wir die zwei. Felix Agu, der ist inzwischen 20 Millionen wert. Und in der linken Verteidigung habe ich als Backup aktuell Luca Netz. Das ist der 74er. Dementsprechend sollten wir da eventuell einen besseren brauchen, wäre Felix Agu eventuell eine Option. Rechte Verteidigung muss ich tatsächlich sagen, Jordan Bayer ist ein ganz, ganz günstiges Geschäft. Und es könnte sogar gut möglich sein, dass man den sogar mit Vorvertrag holen könnte, eventuell, wenn alles gut läuft. Ansonsten natürlich, wenn ihr Spielervorschläge habt, selbstverständlich gerne in die Kommentare, Gentlemen. Ich freue mich auf euch. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich, ob wir in der Transferperiode irgendwas machen müssen. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, Bartels, Schubert, Karl Netz, Innenverteidigung passt, rechte Verteidigung passt, Mittelfeld ist jetzt komplett dadurch, dass Matteo Ziegler jetzt da ist. Angelo Stiller müsste eigentlich auch bald fertig sein mit der ZDM-Position. Linker Flügel, da geht ja Felix Schäfer, geht ja zu Royal Antwerp, der wird ja dann verliehen. Und auf der anderen Seite Kilian Walter, der geht dann zu Utrecht. Und Baden Frederiksen wird verkauft an Standard Lüttich. Also daher, im Prinzip ist alles eigentlich getan, was das betrifft. So, und genau so kommt es also tatsächlich auch. Also Walter und Schäfer sind also jetzt beide ausgeliehen. Zwei meiner Jugendtalente, die definitiv da sind. Wir verabschieden uns von Nikolai Baden-Frederiksen.
War einer der einzigsten Fehlkäufe in dieser Karriere, wenn ich ehrlich bin. Hat leider nicht das gehalten, was er versprochen hat. Naja, gut, aber kann natürlich auch mal passieren. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, wir kriegen noch ein bisschen Kohle drauf und wir stehen jetzt bei 4,8 Millionen Euro. Ja, und ich glaube, es wäre jetzt Schwachsinn, irgendwie groß Geld rauszuschmeißen. Ich denke, das wäre jetzt Blödsinn. Wir werden selbstverständlich auf nächste Saison warten und da soll es dann richtig reinschallern mit dem Geld, denn eins darf man nicht vergessen. Wir haben ja allein jetzt schon 42,6 Millionen Euro Profit und das steigert sich und steigert sich und steigert sich. Das wird immer mehr werden. Also ich möchte nicht wissen, wie viel wir nächste Saison als Budget haben werden. Ja, und irgendwie kommen jetzt gar keine Nachrichten. Es kommen auch keine Angebote, kein gar nichts. Also es sieht wohl tatsächlich stark danach aus, als wird es eine sehr überschaubare Wintertransferphase. Guck mal, gerade eben habe ich noch davon geredet. Das sind nochmal die Scouting-Updates. Also, zweiter Versuch für heute. Oh, Matthäus vermeulen. 2,3 Millionen! Komm rein, Junge! Ja, selbstverständlich! Den Bruder gucken wir uns gleich an, aber wir gehen natürlich noch die anderen zwei Berichte durch. Ja, gut, okay, den französischen, den kann man auf jeden Fall schon mal gleich vergessen. Gehen wir nochmal in den deutschen Bereich. Lorenz. Ah, 500.000. Nee, nee. Kann man nicht brauchen. Oskar Hase auch nicht. Nilo Schwarz auch nicht. Ach du liebe Güte, Vermeulen ist ein ZOM, der ZM spielen kann. Der ist 15 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich den eventuell zum ZM nochmal zurücktransferiere. Das würde 4 Wochen dauern, weil dann hätte er nämlich die perfekte Position für unsere Startelf. Und der wird sich noch entwickeln. Der ist erst 15. Na dann. 4 Wochen. Ich bin gespannt. Und ihr wisst ja, ich bin ja Karlsruher, ne? Und ihr wisst ja, es gibt da so ein Duell, wo ich persönlich auch selber sage, da müsste man im Prinzip gewinnen. So, und ich würde jetzt einfach in der Annahme gehen, wenn ihr eurem Trainer eine Freude machen wollt, dann wäre das jetzt genau die richtige Stelle. Schauen wir mal. Der VfB Stuttgart mit Fraser übrigens im linken Mittelfeld. Das finde ich ja auch sehr, sehr witzig. Okay, probieren wir es. Mercedes-Benz Arena auswärts in Stuttgart. Achtung. 1-0. Dennis Dressel. 3 Punkte in Stuttgart. Jawohl. Und wenn ihr euch jetzt denkt, warum freut sich denn dieser Vollidiot so über diesen Sieg? Das hat nicht nur den Grund, dass Max Svensson inzwischen die 83 erreicht hat. Guckt euch diese Mannschaft an, die geht alles, da ist alles Richtung 80er Rating. Es ist Wahnsinn. Boys and Girls, wir sind punktgleich mit Hertha BSC Berlin, punktgleich mit dem Champions League Platz. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und das nächste Spiel ist tatsächlich gegen die Hertha. Und damit ist selbstverständlich der Plan für die nächste Folge auf jeden Fall gesichert. Denn das Spiel müssen wir hundertprozentig selber zocken gegen die Hertha. Wir können hier so Big Points machen. Ich gehe auf Risiko. Ich werde das Spiel gegen Val simulieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gewinnen, ist sehr, sehr hoch. Danach kommt der FC Augsburg, der FC Bayern und der VfL Wolfsburg. Na gut, da rechne ich mir ein bisschen weniger Chancen ein gegen die Bayern. Aber Jungs, ich habe mit der Hertha noch eine Rechnung offen. Und guckt euch diese Tabelle an. Diesmal wird Matheus Cunha mir das Ding nicht reinschießen. Dame. Da wette ich mit euch auf jeden Fall, das wird dieses Mal nicht passieren. Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, ich würde mich selbstverständlich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und in der nächsten Folge gibt es die Revanche gegen Hertha und diesmal am Tivoli, Freunde. Und natürlich schaffen wir es ins DFB-Pokal-Halbfinale. Es wird richtig geil. Es wird immer interessanter und vor allem. Was ist denn mit dem Jugendtalent? Das wird auch noch eine Frage sein. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, macht's gut. Reingehauen. Auf Wiedersehen.